Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Doom 3 in der BFG-Edition. Wir haben uns nun durch das Alpha-Labor teleportiert. Warum eigentlich nochmal? Um das Artefakt zu finden, war es das? Ich muss nochmal schauen. Erreiche das Hauptportal. Wir sollen das Hauptportal erreichen. Warum? Naja, auf jeden Fall haben die irgendwie das Tor zur Hölle geöffnet und Dr. Betrüger ist mit diesem Seelenwürfel hinterher, weil er die ganzen Soldaten da reingeschickt hat, die sollten eine dieser Kreaturen, dieser Dämonen gefangen nehmen und damit er die untersuchen kann, ist aber seitdem verändert wiedergekommen. Delta-Laborzugang. Hier sieht es auch schon wieder nett aus. Hier brauchen wir schon wieder eine Karte. Oh, schönes Dampfbad. Ah, heißer Kerl. Ich glaube, dass das Portal sich auf dieser Seite befindet. Und ich will hier ehrlich gesagt nicht lachen. Kennst du schon Mr. Kettensäge? Wieso hat... Habt ihr es gerade gesehen, das Gehirn rausgeploppt, obwohl kein Kopf mehr da war? Bundesrepublik Deutschland Zugangskarte. Das war eine Rarität in der DDR. Oh Mann, was rede ich hier wieder für Unsinn? Oh, das war so zu erwarten. Und ich fall trotzdem drauf rein. Ist doch immer so, wenn man was findet, um weiterzukommen, dann kommen hier die Freaks und beschweren sich. Ganz genau, was du für einer bist. Tentakelärmchen. Gibst zu. Mein Raketenwerfer ist besser. Wieso ist denn Storage 02 versperrt? Ich will Waffen, ich will Munition. Fehlen auch noch zwei Waffen, wenn ich da unten die Übersicht sehe. Ich will nicht weiter, Leute. Lagerbereich entriegeln, jawohl. Komm. Gibt's ja noch was? Mein Lager. War jetzt aber nicht allzu viel. Egal. Boah, das war auch irgendwie zu erwarten. Na, Ärmchen zu kurz. Willkommen. Das Benzin geht uns nicht aus. Was? Forsch hier das öffne, will ich aber erstmal den Gang weiter erforschen. Nicht, dass uns irgendwas in den Rücken fällt. Wir brauchen hier ein PDA. Autorisierte Personen Dr. Myers, Dr. Betrüger und Francis Erickson. Und ich nehme an, dass das PDA, das wir hier finden, einer dieser Herren gehören wird. Francis Erickson.
Okay, was haben wir denn hier? Keine gespeicherten Audiologs, aber E-Mails. Delta Sicherheitsdienst, bitte um Änderung des Schließfachcodes, nehme ich an. Francis, Sie erhalten noch etwas zusätzliche Ausrüstung für das Zentralzugangsteam. Bitte lagern Sie sie in Schließfach 103 und ändern Sie den Code auf 259. Muss ich noch wieder aufschreiben hier. Vielen Dank, Thomas Sanderson, Mitarbeiter der Delta-Sicherheitsabteilung. Corbin Hughes, Schrank von Mars Buddy. Haben wir noch einen Mars Buddy-Schrank? Das wäre geil. Francis, die Transportabteilung hat schon wieder einen dieser dämlichen Mars Buddy-Lagerschränke geliefert bekommen, aber keiner kann ihn öffnen. Kannst du mal online gehen und sehen, ob du den Code findest? Ich lasse ihn dir von den Jungs in einen der Lagerräume oben bringen. Danke für deine Hilfe, Corbin. Gut, wir haben jetzt aber erstmal den hier, 259. 259. Und wir haben hier anscheinend noch irgendwo einen Mars Buddy Schrank. Ich frage mich nur gerade, welche Waffe fehlt. Bekamen wir hier auch die doppelläufige Schrotflinte? Ich glaube, das letzte, was da hinten fehlt, ist der Seelenwürfel. Ah, mit der doppelläufigen Schrotflinte, weiß ich gar nicht. Gab's die hier? War eigentlich auch immer ein Bestandteil der Doom-Reihe. Also eigentlich... Hallo! Da oben ist noch einer. Komm, du findest doch bestimmt den Weg runter. What? Du solltest den Weg nicht nach unten finden. War doch klar, da macht er seinen Sprung. Mir gefallen die Geräusche hier überhaupt nicht. Delta Labor, du bist ein Arschloch. Das klingt mir nach einem Kettensägen-Liebhaber. Sieht das nett aus hier? Was war das? Sollen wir die BFG mal benutzen? Was auch immer hier ist. Ich speichere erstmal. Oder soll ich doch den Raketenwerfer nehmen? Wir speichern. Ich nehme den Raketenwerfer. Ich weiß nicht. Sind schon wieder neue, merkwürdige Geräusche. Uah. Was zur Hölle ist das? Geh weg. Au. Fuck. Da oben tot. Oh, ich brauche ein Bier oder sonst was, keine Ahnung. Hallo. Aua. Da macht er den Satz nach vorne. Das hat er beim Handballteam gelernt. Wow. Ich hab's mir gedacht, als ich dich hab stöhnen hören. Wir brauchen hier also keinen Zugang. Der ist jetzt entriegelt worden von ihm. Welche Zugriffsrechte der auch immer hier zu haben scheint.
Noch einer. Kennst du schon wen? Kennst du den? Hihi. Meine Schritte, das klang gerade so, als ob hier einer lang rennt. Okay. Wo kommen wir denn hoch? Transebene. Okay. Da hoch, wo das Vieh eben war. Den oberen Balkon. Doch schon wieder. War doch nicht tot. Was ist das bitte? Jetzt habe ich aber gesehen, wie es verschwunden ist. Oder nicht verschwunden, sondern getötet wurde. Oh ja. Durch Lüftungsschächte kriechen. Eines unserer Hobbys. Nee. Nee. Wenn jetzt hier diese kacke Insektenkinder kommen. Interessant. Wer sagt denn hier interessant? Hallo. Oh, Sie überraschen mich. Schön, Sie zu sehen. Ich hatte allerdings auf mehr Männer gehofft. Ich habe eines der Exemplare untersucht und gehofft, eine Schwäche zu finden, eine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Bisher habe ich nichts gefunden. Ich hatte nicht genug Zeit. Ich werde hier weiter forschen. Mehr kann ich nicht tun. Im Schrank nebenan finden Sie jede Menge Ausrüstung. Der Türcode lautet 624. Ich hoffe, das hilft. Danke, 624. Und was man gegen die machen kann? Draufballern. Waffen funktionieren ganz gut, habe ich gemerkt. Ich bleibe hier, arbeite weiter und lade die Ergebnisse dann in die Datenbank. Medizinarchive, seitliches Röntgenbild, Schädelprobe. Hier ist der Schrank nebenan. 624 für beide? Wäre natürlich schön. Für 216 und 217 schreibe ich mal auf. 216, 217. Ich schreibe das ja auch alles nachher nochmal in die Videobeschreibung. Also 624. Klappt. Auch hier. 624. Ja, klappt bei beiden. Und wir bekommen auch nochmal BFG-Zellen. Das ist doch schön. Die Tür ist zu. Müssen wir also hier über diese Kiste drüber. Wir waren schon wieder zurück. Ich nehme nochmal die Plasma da. Oh, was war das? War das ein Impf oder war das einer von den neuen Kerlen? Ja. Da oben steht der. Kann der Sack die beschwören oder was?
Er ist aber weg. Ist ein freies Stück. Ihr untersucht hier die ganze Kacke. Weiter rum. Okay. Was? In den Stasiskammern des Delta-Komplexes. Diese Einrichtung sollte für die Unterbringung und Analyse der extradimensionalen Wesen dienen, die bei den ersten Teleporter-Tests von Delta-Ebene 3 mitgebracht wurden. Über ihre natürliche Umgebung ist wenig bekannt, aber die Exemplare scheinen auf Kohlenstoff zu basieren, mit extrem hoher Hitzetoleranz. Das Epidermisgewebe ist sehr widerstandsfähig gegen Abschürfungen oder Schnitte, was interne Untersuchungen verkompliziert. Es wurde unglaubliche Stärke und Agilität beobachtet, bei manchen Exemplaren auch die Fähigkeit, kohäsive Plasmamassen zu manifestieren und zu kontrollieren. Wie die Plasmamassen erzeugt werden, ist nicht bekannt. Wir nehmen an, dass die Exemplare über eine rudimentäre Intelligenz und soziale Struktur verfügen, wie bei den ersten tragischen Expeditionen durch das Portal zu sehen war. Die Verluste an Menschenleben bei der Beschaffung der Exemplare waren gewaltig. Doch hoffen wir, irgendwann das Genom entschlüsseln und die vielen Fragen beantworten zu können, die diese Wesen aufwerfen. Kriege ich die Videodisk auch? Ich habe die ganze Zeit hier geguckt, da oben war der Monitor. Willkommen in den Stasiskammern des Delta-Komplexes. Diese Einrichtung sollte für die Unterbringung und Analyse der extradimensionalen Wesen, die bei den ersten Teleporter-Tests von Delta-Ebene 3 mitgebracht. Wir haben hier halt den Mund. Ist wenig bekannt, aber die Exemplar 197, aktuelle Forschung, Genomabbildung, Stasisdatum. 12. Juli. Juli, es ist November hier und im Juli hatten wir schon die Viecher interne Untersuchungen Downloads, Forschungsbericht. Es wurde unglaubliche Stärke und Agilität. Ich gehe mal weg, dass ich das in Ruhe lesen kann. Ja, das interessiert mich jetzt doch. Privat, E-Mail. Da, Forschungsarchiv, Musterexemplar 197, Wicht. Mit seinen langen, muskulösen Gliedmaßen ist dieser Humanoid extrem flink auf zwei oder vier Beinen. Mit seinen langen, scharfen Klauen kann er steile Flächen erklimmen. Eine Ansammlung von 10 Augen ermöglicht ihm ein breites Sichtfeld und gute Sicht bei schlechter Beleuchtung. 10? Tatsächlich. Willkommen in den Stasiskammern des Delta. So ein bisschen was von der Spinne. Wer bist du? Exemplar 4.2, aktuelle Forschung, Genomabbildung, Stasisdatum 2. November 44. Oh Gott, wie lange geht denn das schon? Musterexemplar, da geht's auch noch weiter. Na, wie wähle ich das denn an? Privat und jetzt hier? Okay. Lebender Toter. Teil, was? Okay, diese Kreatur funktioniert ohne erkennbare Gehirnaktivität und hat einen gering ausgeprägten Selbsterhaltungstrieb. Sie bewegt sich langsam, legt aber ein aggressives und beharrliches Verhalten an den Tag. Exemplar 31, aktuelle Forschung, Genomabbildung, Stasisdatum 5. Februar 44. Wen haben wir hier? Privat, E-Mail.
Ach so, nur ein Teil. Okay. Musterexemplar 31, Höllenritter, Teil. Die Hirnmasse dieses zweibeinigen Musterexemplars deutet darauf hin, dass es sich hier um eine der größten Kreaturen an diesem Standort handelt. Der Höllenritter überwältigt seine Beute mit purer Macht und ist eines der gefährlichsten Raubwesen, die unseren Forschern bekannt sind. Wie der Wicht kann er sich auf die Distanz mit geschleuderten Plasmageschossen verteidigen. Dich haben wir noch nicht gesehen. Exemplar 27, aktuelle Forschung, Genomabbildung, Stasisdatum 15. Januar 44. Und dann lade ich auch noch Exemplar 218, aktueller Forschung, Genomabbildung, Stasisdatum 27.09.45 herunter und lese die beide jetzt. Na, hüpft doch nicht darüber. So, Wichtteil, Musterexemplar 27. Linken Unterarm für biologische Studien amputiert. Derzeit wird untersucht, wie diese Kreatur explosive Plasmageschosse aus den Händen manifestieren und schleudern kann. Und dann haben wir noch Forschungsarchiv, Musterexemplar 218, Wiedergänger. Durch die transparente, durchlässige Haut dieser Kreatur ist ihr Endoskelett zu sehen. Obwohl keine Muskeln zu erkennen sind, kann die Kreatur mit enormer Kraft Ziele im Nahkampf angreifen. Mit zwei auf den Schultern angebrachten Kanonen, die von ihrem Nervensystem gesteuert werden, kann sie Lenkraketen abfeuern. Willkommen in den Stasis-Kammern des Delta-Komplexes. Die Videodisk liegt hier. Hier sind wir durchgehüpft, ne? Genau, hier können wir, oder? Können wir wieder zurück zu ihm? Nein, können wir nicht. Oh Mann, ist das ein Kihaki hier. Ich will doch nur die Videodisk. Oder Schnitte, was interne Untersuchungen. Vielleicht gibt's jetzt so keine. Wartungszugang, Tür öffnen. Ich bin unterwegs. Ich hab doch gerade jemanden um Hilfe gerufen, oder nicht? Was? Ich bin doch schon da. Wie bist du denn hier reingekommen? Jacob Stammens haben wir hier gerade gefunden. Keine Audiologs, aber E-Mails. Thomas Franks, Schließfach-Update. Jacob, wir haben kürzlich den Code an dem Schließfach bei der Stasis-Transfersteuerung auf 371, ich muss schon wieder aufschreiben, 371 geändert. Bitte ergänzen Sie diese Info im Sicherheitsbericht für das lokale Sicherheitsteam. Vielen Dank, Thomas Franks, Mitarbeiter im Delta-Sicherheitsdienst. Dann haben wir hier nochmal Wartung, Antwort, Stromausfall. Mr. Stammens, die Energieprobleme in Ihrem Bereich sind uns bekannt. Wir haben es im Moment mit diversen Energieversorgungsschwierigkeiten im gesamten Delta-Komplex zu tun. Es wäre eine große Hilfe, wenn Sie einige der Sicherungskästen im Wartungsbereich 4 kontrollieren könnten, um festzustellen, ob es sich hier vielleicht um eine Sicherung handelt. Bitte informieren Sie das Helpdesk. Wir kommen dann so bald wie möglich bei Ihnen vorbei. Vielen Dank, das ist die Wartungsabteilung. Ursprüngliche Nachricht gesendet am 13. November 45. Wir schlagen uns im Mustertransportbereich schon die ganze Woche mit den verdammten Stromschwankungen herum. So können wir nicht arbeiten. Bitte schicken Sie jemanden vorbei, um danach zu sehen. Vielen Dank, Jacob Stammens. Der arme Jacob hat es nicht geschafft.
Fließband. Stasiskammern, Energiesystem offline, Überwachungssystem offline, Fließbandreihe inaktiv. Ah, ich erinnere mich, das war eine Passage, da man ja nicht Taschenlampe und Waffe gemeinsam nutzen konnte im originalen Doom 3. Also bevor es die BFG-Edition gab, war man auf diesen Kasten hier angewiesen, hier einigermaßen zu sehen zu können in dieser Passage. Ihr seht schon, es ist stockfinster. Ohne Taschenlampe nicht auszudenken. Das, was ich gerade sagen muss. Jetzt geht die Taschenlampe aus, ihr könnt sie aber wieder anmachen. Das ist genau das, was dem Level hier so ein bisschen mit Horror gibt. Man musste halt, wenn man weiter wollte, immer auf den nächsten Container warten. Ungefähr so. Dann halt immer Schritt für Schritt mitgegangen. Wurde dann von uns dann wie jetzt überrascht. Da hast du aber einen schönen Sprung gemacht. Das sah aus wie von meinem Kater. Schließfach 213. Ist das tatsächlich Schließfach 213? Mit dem Code 371. 371. Ja, das ist er. Och, da hätte ich vorher mal nachladen sollen. Ich Dummkopf. Ach so. Ach, das ist nur so eine Zwischenstation. Der Kack geht ja weiter. Wechseln wir aber lieber wieder auf die Schrotflinte. Wir sind jetzt auch ganz durch. Ihr Wichte. Lift anheben, da haben wir aber auch noch eine Tür. Ach so, okay, ja. Das wäre der kürzere Weg gewesen, aber wir durften ja durch diese dunkle Passage. Wir haben gerade einen Videodisk gefunden, unten blinkt irgendwas.
Musterexemplar Stasis. Willkommen in den Stasiskammern des Delta-Komplexes. Ja, diese Einrichtung sollte für die Unterbringung und Analyse der extradimensionalen Wesen dienen, die bei den ersten Teleporter-Tests von Delta-Ebene 3 mitgebracht wurden. Über ihre natürliche Umgebung ist wenig bekannt, aber die Exemplare scheinen auf Kohlenstoff zu basieren, mit extrem hoher Hitzetoleranz. Das Epidermisgewebe ist sehr widerstandsfähig gegen Abschürfungen oder Schnitte, was interne Untersuchungen verkompliziert. Vor sich sehen Sie ein Relikt. Es wurde unglaublich Namen Stärke und Agilität oder einfach beobachtet bei manchen Exemplaren aus dem Fiskat. Es wurde 21 auf eine lange versunkene Wie die Plasmamassen erzeugt werden, ist nicht wir bekannt. Wir wissen nichts über diese Zivilisation. Wir nehmen an, dass die Exemplare über eine rudimentäre Intelligenz und soziale Struktur verfügen, wie bei den ersten tragischen Expeditionen durch das Portal zu sehen. Die Verluste an Menschenleben bei der Beschaffung der Exemplare waren gewaltig. Wenn wir irgendwann das Genom entschlüsseln und die vielen Fragen beantworten zu können, die diese Wesen aufwerfen. Ja, nicht so viel. Bemühungen, U1 weiter zu untersuchen, waren vergeben. Das ist ja noch ein Schrank. Ich gehe hier mal raus, dass ich in Ruhe... Die reden mir zu viel, dann kann ich mir das nicht in Ruhe angucken. Also, erst einmal haben wir die Videodisc. Die schauen wir uns jetzt hier kurz an. Seelenwürfel. Vor sich sehen Sie ein Relikt mit dem Codenamen U1 oder einfach Seelenwürfel. Es wurde 2104 in einer Region entdeckt, in der USC-Forscher Hinweise auf eine lange versunkene Zivilisation fanden. Wir wissen nichts über diese Zivilisation, außer dass es sie gab und dass sie fast vollständig bei einem kataklysmischen Ereignis ausgelöscht wurde, laut dem, was wir aus den Glyphen herauslesen konnten, die auf Steintafeln überall in den Ruinen gefunden wurden. Die wenigen Hinweise, die wir entschlüsseln konnten, weisen auf eine kulturell fortgeschrittene Gesellschaft hin, deren Technologie für uns mystisch ist, so wie die seltsamen Eigenschaften von U1. Bemühungen, U1 weiter zu untersuchen, waren vergeblich. Weder Massenspektrometer noch Röntgenanalysen ergaben eine zuverlässige Identifikation des molekularen Aufbaus dieses Artefakts. Das Objekt kann nicht gewogen werden und in allen Tests waren wir nicht in der Lage, seine Masse zu bestimmen. Alle Versuche, das Artefakt physisch zu manipulieren oder zu öffnen, waren erfolglos. Wir hatten auch keinen Erfolg beim Entziffern der Symbole auf U1. Wir wissen allerdings, dass die thermografischen Messdaten eine konstante Temperatur von 37,1 Grad Celsius zeigen. Wir setzen unsere Forschungen fort und hoffen, dass wir mit Hilfe fortgesetzter Investition und Forschung eines Tages lernen, die Technologien von U1 zu nutzen. Technologien. Larry Bullman, Audiolog Seelenwürfel als Waffe. Audiolog des Verwaltungsassistenten Han Lee, 16. Oktober 2145. Warum bleiben die miesen Jobs immer an mir hängen? Der erste Zug der Panzertruppe und das erste Wissenschaftsteam sind heute Morgen bei ihrer zweiten Exkursion vollständig vernichtet worden. Und ich muss jetzt die Berichte schreiben und die Infos an die Erde und die Angehörigen schicken. Und da sitze ich nun, mit der ersten Tasse Kaffee des Tages, nach nur 5 Stunden Schlaf in der Nacht und ungeduscht und muss für 20 Leichen den Papierkram erledigen. Die Leichen selbst habe ich nicht zu Gesicht bekommen, aber sie sollen scheußlich zerfleischt aussehen. Allen hier im Stützpunkt geht ganz schön die Muffe. Betrüger ist nirgends aufzutreiben und es schwirren eine Menge Fragen herum, auf die keiner eine Antwort hat. Das Neueste, was ich gehört habe, war, dass sie die nächste Gruppe mit den neuen BFGs ausgestattet haben. Wenn sie solche Waffen mitnehmen, wollen sie mit dem nächsten Ausflug wohl kein Risiko eingehen. Anscheinend nicht, das will ich auch nicht. Hier haben wir... eine Mail von Malcolm Betrüger, Antwort, Seelenwürfel als Waffe. Dr. Bullman, ich habe Ihren Bericht erhalten und bin sehr verblüfft. Ich weiß nicht, wie Sie aus dem Wenigen, das wir über das Objekt wissen, überhaupt irgendwelche Schlüsse ziehen konnten, geschweige denn dermaßen bizarre. Schicken Sie mir Ihre sämtlichen Notizen zur sofortigen Prüfung. Bitte bewahren Sie in Ihrem eigenen Interesse so lange Stillschweigen über Ihre Schlussfolgerungen.
Nicht, dass noch jemand auf die Idee kommt, einer meiner hoch angesehenen Wissenschaftler erginge sich in Fantastereien. Dann haben wir marchandbuddy.com. Sie könnten bereits gewonnen haben. Dr. Bullman, ich hoffe, Sie finden diese E-Mail. Ich verstecke meinen wahren Namen und meine Adresse hinter dieser E-Mail. Er liest vielleicht Ihre Mails. Ihr Boss, ich werde seinen Namen nicht nennen, ist weitaus gefährlicher, als Sie sich vorstellen können. Ich glaube, er benutzt Sie und manipuliert Ihre Arbeit. Ich glaube, Ihre Schlüsse sind richtig und er weiß es. Er möchte die Ergebnisse vor der USC verbergen und das Objekt selbst nutzen. Ich weiß noch nicht warum, aber das finde ich noch heraus. Tun Sie, was Sie können, um ihn aufzuhalten. Das Objekt darf ihm nicht in die Hände fallen. Wo ist denn der wahre Name? Ich verstecke meinen wahren Namen und meine Adresse hinter dieser E-Mail. Ach so, okay. Personalkoordinator, Freiwillige gesucht. Die USC Mars-Einrichtung sucht Freiwillige. Wir möchten Mitglieder ihres Teams ermutigen, in den folgenden Bereichen auszuhelfen. Sicherheitskomitee. Halten Sie die USC-Mitarbeiter über die Bedeutung der Sicherheit auf dem Mars auf dem Laufenden. Überprüfen Sie die Erste-Hilfe-Standorte in den Anlagen. Planen Sie Veranstaltungen für den Monat der Sicherheitssensibilität. Durch Ihr Engagement hier verdienen Freiwillige 5 zusätzliche Credits im Monat. Forschungsassistenten. Das Delta-Labor sucht Unterstützung für seine spannende und bahnbrechenden Arbeiten. Wir haben unterschiedliche Projekte. Mehr dazu erfahren Sie beim Forschungskoordinator. Gesundheitstest und Haftungsverzicht sind Voraussetzungen. Durch Ihr Engagement hier verdienen Freiwillige 25 zusätzliche Credits im Monat. Wenn Sie mehr über eines der Angebote erfahren oder selbst offene Stellen in Ihrer Abteilung anbieten möchten, wenden Sie sich bitte an Sierra Olsen, Freiwilligenkoordinatorin bei der USC Personalabteilung. Und dann haben wir hier noch von Ian McCormick, es ist eine Waffe. Larry, du hattest recht, der Seelenwürfel ist eine Waffe. Ich habe die Glyphen übersetzt und weiß jetzt, wie er funktioniert. Der Seelenwürfel muss aufgeladen werden, bevor er benutzt werden kann. Die Seelen darin müssen mindestens 5 Tode spüren, bevor die spirituelle Potentialitätsmatrix die positronische Begrenzung erreicht. Nach unserer Auslegung der Glyphen verfügt der Würfel über eine Möglichkeit, seine Einsatzbereitschaft zu bestätigen. Aber wie das geschieht, ist nicht klar. Vor allem aber wissen wir nicht, was geschieht, wenn er eingesetzt wird. Dies geht weit über den Zuständigkeitsbereich der Marsstation und selbst der USC hinaus. Wir können Betrüger nicht trauen. Er hat den Verstand verloren. Ich bereite einen Bericht für die obersten Stellen auf der Erde vor. Viel Glück und Gott stehe uns bei. Ian. Ja. Hier sind wir hochgekommen. Ich bin ja extra rausgegangen, damit ich das in Ruhe lesen konnte. Oder wie war das? Vor sich sehen Sie ein Relikt mit dem Codenamen aktueller Forschungsartefakt Scan. Es wurde 2104 in einer Region entdeckt, in der Forscher Hinweise auf eine lange versunkene Zivilisation fanden. Fehler. Wir wissen nichts Artefakt über diese Zivilisation, außer dass es sie gab. Wir haben Schließfach 666. Ach, das steht davor. Okay. Dann brauche ich das ja eigentlich nicht. Doch, ich schreibe es trotzdem auf. Ich das Video nachher nicht extra öffnen muss. 3, 7, 2. Was? Was für ein Fake. Hey, 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 hey. Behalt dein Ärmchen bei dir. Du hier deine Kreise? Du kommst da hinten gleich wieder? Oh, da hinten wieder.
Wer von euch da? Auf dich schieße ich nicht mit dem Raketenwerfer, wenn du so nah vor mir bist. Blackside. Stowage 7. Zugangscode eingeben. Haben wir nicht. Wir brauchen also noch ein PDA. Von hier kamen wir jetzt. Zugang zu Ebene 3. Brauchen wir auch einen Zugangscode. Elizabeth's McNeil. Da haben wir ein PDA. Was hat denn Elizabeth McNeil zu sagen? Ich glaube, die zweite weibliche. Keine gespeicherten Audiologs. Elliot Swan, Untersuchungsbericht. Das ist doch der, genau. Mrs. McNeil, ich habe Ihre offizielle Bitte um eine Untersuchung der Aktivitäten auf dem Mars erhalten und werde auf Bitten des Vorstands in Kürze dorthin aufbrechen, um Ihren Behauptungen nachzugehen. Entschuldigung. Wir nehmen Ihre Anschuldigung gegen Dr. Malcolm Betruger sehr ernst. Wie Sie vielleicht wissen, bestätigt oder kommentiert die USC prinzipiell keine Fragen oder Behauptungen, die in der Presse aufgrund von Gerüchten oder Hörensagen vorgebracht werden. Man hat mich gebeten, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sie diese Situation mit niemandem außerhalb unserer juristischen Abteilung diskutieren dürfen. Vielen Dank, Elliot Swan, Rechtsberater der USC-Geschäftsleitung. Rechtsberater, okay. Michael Abrams, Änderungen der Lagerraumcodes. Um Fehler bei der Materialbeschaffung zu minimieren, lasse ich alle Zugangscodes zu sicheren Lagerbereichen ändern. Moment. Oh Mann, so ein Kratzen im Hals. Wir müssen weiterhin alles gelagerte Inventar genauestens protokollieren. Bitte aktualisieren Sie Ihre Unterlagen mit dem neuen Code für Lagerbereich 07. Ich schreibe es nochmal auf. Auf 725. Vielen Dank, Mike Abrams, Leiter des Delta-Sicherheitsdienstes. Und nochmal von Michael Abrams, Änderung des Zugangscodes für Ebene 3. An alle Mitarbeiter von Delta Ebene 2. Die Zugangscodes für Ebene 3 wurden aufgrund der 6-monatigen Rotation geändert. Der Code lautet 463. Für Ebene 3. Vielen Dank, Mike Abrams, Leiter des Delta-Sicherheitsdienstes. So, das Erste, was ich natürlich mache, ist erstmal das Lager. Das Video wird schon wieder so lang, sehe ich gerade. Also, Lager 07 hat den Code 725. Huch. Ah, Mars Buddy. Hier haben wir auch noch mal Mars Buddy. 0502 oder nee, 0208 war das, ne? 0508. Genau, 0508. Nochmal eine BFG. Wer sie also vorher nicht hatte, kann sie sich aus dem Mars Buddy Schrank holen. Und dann kommen wir hier zu Ebene 3. Einen Augenblick, ich muss noch was aufschreiben. Der Zugangscode zu Ebene 3 war 463. Ach, Scheiße. Wir gehen uns schon die ganze Zeit auf den Sack. Was macht der denn hier? Kommt der Schaden. Alter Schwede. Und dann holt er noch den Tagelärmchen raus. Mann, Mann, Mann.
Ich glaube, ich gehe noch mal ins Lager. Ich will ja nicht angeschlagen in die nächste Ebene. Was ja auch das nächste Level sein wird, oder? Genau. Delta Labor 3 und dort kommen wir zur Teleportation. Heieiei. Gut. Dann speichere ich an dieser Stelle. Ach ja, muss ich wieder unten. Mars City. Überschreiben. Zack. Genau, Delta Labor 3. Dort machen wir dann im nächsten Video weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.